Alles klar, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Video. Falls ihr Menschen ungern dabei zuhört, wie sie ragen, meckern oder nörgeln oder wie auch immer ihr es nennen mögt, dann schaltet gerne ab. Ansonsten, wie gesagt, ja, begrüße ich euch recht herzlich zum heutigen Video. Wir haben die 350 Millionen Download Celebration, sowohl auf Global als auch auf JP. Eines der größten Celebrations im Jahr für Dokkan Battle. Angefangen hat sie dieses Jahr am 28.08.2020 um 7 Uhr morgens. Bis dato, 9.09., gibt es nichts zu tun. Es ist eine reine Frechheit, was die uns hier vor unser Gesicht klatschen. Es gibt content-technisch einfach mal nichts zu tun. Ja, aber wie kann das sein? Ich hab voll viel zu tun. Ich hab noch voll viele Quests. Ich hab noch voll viele Ideen. Ja, cool, cool. Ja, aber ich meine hiermit nicht Anfänger oder Saisonspieler. Ja, Spieler, die sich einfach nur zu Celebrations einloggen und spielen. Könnt ihr ruhig machen, ich habe nichts dagegen. Aber ich richte mich nicht mit dem Satz, es gibt nichts zu tun, an Spieler, die das Spiel neu angefangen haben oder Saisonspieler quasi. Sondern an diejenigen, die ja, seit Ewigkeiten am Start sind und dann so ein Rotz in ihr Gesicht geklatscht bekommen, Freunde. Was zur Hölle ist das? Die Banner, die Charaktere, ja, cool. Woo! Ja, geil! Woohoo! Richtig geile Charaktere, woo! Banner! Eines der besten Banner, ja! Geil! Nein, schön und gut. Ihr zieht die Charaktere und dann, was macht ihr? Nichts. Content, Freunde, neuer. Betonung auf neuer. Neuer Content fehlt. Was haben wir hier? Freunde, das Ding hier. Diese Koop-Kampagne. Ist euch bewusst, dass wir das innerhalb der eigentlichen Zeit nicht geschafft haben? Das hat was zu sagen, Mann. Noch nie kann ich mich daran erinnern, dass wir in Dokkan innerhalb einer Periode etwas nicht geschafft haben. Das Enddatum davon wurde verlängert. Deswegen haben wir das geschafft und das Wallpaper und so weiter und so fort bekommen. Pff, was? Ist aber doch logisch, weil es kein Content gibt. Banner, ja, wow, Daumen hoch. Wow, geil, ja, oh, neue Charaktere, Dokkan-Events, Medaillenfarm, ja, das, geil, ja, oh ja, ja, was zur verdammten Hölle, denken die echt, dass sie das Ding am 28.08. raushauen und ich bis zum 9.19. und keiner weiß, wann Parza anfängt, ich hoffe die Tage, Freunde, wir sind jetzt 2 Wochen in der Celebration, wenn Freitag, spätestens nicht Montag, Parza anfängt, was ist das? Und Part 2 muss mich umhauen. Also von Part 2. Ich wollte gerade sagen, von Part 2 erwarte ich viel, aber nein, um ehrlich zu sein, erwarte ich von Part 2 gar nichts. Also wenn Part 1 schon so trocken ist. Jedenfalls könnt ihr nicht erwarten, dass ich bis heute die Charaktere farme. Was sind das? 2, 3, 4 Stages? Ich habe das in einer Stunde runtergeklatscht, nicht mal. Alles schon fertig. Ja, zu Part 2 bekommen die Dokkan Awakening, Issei, bla bla. Ja, nein. Ich warte nicht so lang. Was zur verdammten Hölle. Das ist geil, ein Daily Event, ja, aber das ist in einer Minute fertig. Ich find's gut, dass wir damit Stamina-Item refreshen können. Haben die sich gedacht, wir klatschen denen die Stamina-Items raus und zu Part 1 sollen die jeden Tag einfach links geleveln? Haben die sich das gedacht? Nein, das kann nicht sein. Ich will das nicht glauben. Links geleveln ist für mich kein neuer Content. Links geleveln ist ab jetzt für die Ewigkeit, Freunde. Ich brauche in der Celebration neuen Content, mit dem ich mich bis zu Beginn, wenn sie zwei Parts hat, vom zweiten Part, unterhalten kann. Ich gar nichts. Ich war nach nicht mal einen Tag war ich durch mit dieser Celebration, Mann. Was ist das? Boss-Tosh, ja geil, wirklich. Boah, ist echt geil. Neue Stage, neue Zones annehmen. Aber das ist Content für einen Tag, nicht mal. Okay, selbes zähle ich zu Battlefield. Das hier, Treasure Hunt, ist gut. Free, jede Woche 20 Zones bis zu 100 free. Alles schön und gut, aber das ist ein wöchentliches Event. Battlefield, wie gesagt, war auch cool. Kam online, zwei, drei Tage nach Celebration, am 31. hast du mal Zones geholt und so fort. Alles schön und gut. Das von der Countdown-Campaign. Herkul-Campaign, ja, okay, nehme ich an. Herkul-Campaign. Apropos Herkul-Campaign, der sollte noch ein Issei bekommen. Eigentlich hoffentlich, ich weiß nicht, keine Ahnung, laut V-Jump hieß es ja, manche meinen nein, mir egal. Wenn diesbezüglich nichts kommt zu Parzer oder so, wieso habe ich mir den Zettel gefarmt, so außerhalb von der Mission? Explosive Chain Battle, das war während der Count-Observation. War gut, das war Content. Da, also das hast du auch daily gezockt, wenn du nicht platzieren wolltest. Aber das war eine Count-Observation. Infinite Dragon History, geil, neue Stages, das war eine Count-Observation.
neue Stories. 2 Stück von in der Countdown Celebration. Haben wir 2 neue Stories bekommen. Beziehungsweise für Global 1 und 1 kam halt zurück in der Countdown Celebration. In der Countdown. In Part 1 haben wir nur 1 Story Event. Nur 1. 1. Super Battle Road haben die täglich geöffnet. Ihr kleinen dummen Säckel. Ihr kleinen dummen Säckel. Wieso habt ihr auf Global nicht Extreme Super Battle Road rausgehauen? Oder die Katrin, die JP hat? Wisst ihr, was das ausmachen würde, wenn sie zu Part 1 Super Battle Road Stages rausgehauen hätten? Sei es für Globe, wie gesagt, die es noch nicht gehabt hat, sorry, Extreme Super Battle Road Kategorien, oder auf JP nochmal neue oder auf beiden neue. Wisst ihr, was das ausmacht? Super Battle Road ist Content für eine Woche oder so, wenn nicht sogar mehr, also je nachdem, wie viel man schafft oder nicht. Aber Part 1 nicht, trockene Hose. Easy, wo zur verdammten Hölle, wo sind hier Extreme Z Battles? Wo sind hier Extreme? Wenn der Sack sein Ise bekommt, dann sollte das ein Ise-Area sein. Ich will klassische Extreme-Sack. Welchen Nerv hatten die? Welchen Nerv hatten die? Dass die uns hier im Rot, mit dem roten Dragonstone auf Global Khalifa und Kale anbieten und sagen, oh, die beiden bekommen auf Global noch ihr Extreme-Z-Battle. Wieso habt ihr das nicht zu Part 2 von Kefla rausgehauen? Früher oder später kommt das, aber mit welcher Frechheit bietet ihr die mit dem roten Dragonstone an? Wie kann das sein? Alter, klatsch es doch einfach rein. Extreme Z-Battle fertig. Apropos Extreme Z-Battle. Wir sind in der Majin Buu Saga. Es gibt so viel Potenzial für so viele Charaktere, die ein EZA verdient hätten von der Majin Buu Saga. Außen vorweg ganz klar der Int Vegeta und der Strength Base vom Genkidama Goku. Und der hier. Junge, hau doch ein Double Extreme Z-Battle raus von dem und von dem Genkidama Goku, von dem hier. Wo ist das Ding? Wieso hat's das nicht? Apropos das hier. Wo ist das mit der Celebration, wo wir eine Gewinnerkarte bekommen oder eine Verliererkarte, je nachdem, welche Version gewinnt? Also hier haben wir zusammengespielt. Aber wo ist das, wo man gegeneinander spielt? Das gab's jedes Jahr. Und wenn mich alles zu euch zu Part 1 direkt. Wo ist das? Apropos so Celebration in Art, also Raid. Ich erwarte noch ein Raid. Zu jeder Counter-Celebration, wenn mich alles täuscht, gab es zu Part 2 ein Raid. Sei es Omega-Shenlong-Raid, Cell-Raid und so und so fort. Bla bla bla. Kann auch sein, dass Omega-Shenlong zu einem anderen Event war, aber ihr wisst, was ich meine. Also, keine Ahnung. Aber Part 2 muss rocken. Wenn Part 2 nicht rockt, was ist das? Wie könnt ihr einfach nur trockene Banner raushauen? Story-Events? 1-2 Tages Events und dann sagen sie sich, ja, danke fürs Spielen, macht ihr noch ein bisschen Social Media Campaigns und macht jeden Tag mit Tweeten, Meeten und sowas, wie schon scheiße, dann bekommt ihr Dragonstones. Ja, die Dragonstones kannst du dann hintern schieben, Mann, wenn ich damit nichts anfangen kann. Ich meine, keine Ahnung, es ist langweilig, es ist verdammt nochmal langweilig. Und soll nicht einer herkommen und sagen, oh, wie kann man sich so über ein Spiel aufregen, wieso regst du dich so auf? Adef, du regst wahrscheinlich auch über irgendeines deiner Hobbys auf, sei es über Fußball, du spielst Fußball, regst du auf, bla bla bla. Ich reg mich auf, ist mir völlig egal. Ja, und apropos aufregen jetzt, lasst mich auf jeden Fall mal gerne wissen, was ihr zu dieser Celebration sagt. Also im Prinzip haben wir gestern da schon angefangen, da würde ich mal gerne durchgehen, Freunde. Und ihr lasst mir aber auf jeden Fall in den Kommentaren auch wissen, was ihr dazu denkt. Schaut mal, ja. Part 1 definitiv schwach. Ja, mal gucken, was auf Part 2 kommt, auf jeden Fall. Awakening der Free-to-Play-Charakter sollte noch kommen, richtig. Und Celebration fühlt sich genauso an wie Golden Week und Sane Day Campaign. Ja, Mann, du hast recht, Phenomenal. heftig. DJ, ist echt wenig los, könnt ihr vielleicht daran liegen, dass wir die 3 oder 5 Millionen Download nicht erreicht haben und deswegen auch Worldwide Celebration heißt und nicht Download Celebration. Das habe ich auch gedacht gehabt, aber in den Stores, im App Store steht, glaube ich, schon dran. 350 Millionen Downloads. Celebration wird gerade gefeiert. Recht, du hast mir erhofft, dass es mein... Ah, guck mal, von dem Boy ist seine erste Celebration. Ja, okay, warte mal, Dalmiro, wenn es seine erste... Okay, guck mal, aber das ist die Sache. Aber was ich am vorhin gesagt habe, so gemimt habe, das ist die Sache. Kann sein, dass Dalmiro, unser Boy, neu angefangen hat. Er hat also an sich als Anfänger natürlich viel zu tun, aber von der Celebration bekommt er keinen neuen Content. Neu, Freunde, Betonung auf neu. Das ist wichtig, also darum geht's mir in dem Video. Einfach weniger Content als zu Counter-Celebration. Wir haben gerade reingeschaut. Irgendwie schon vom Gefühl. Vor einem mit Gohan war das viel spannend und es gab meistens immer was zu tun. Tatsächlich. So habe ich es auch in Erinnerung. Im Moment mache ich da auch nicht mehr einloggen wieder raus. Matze, ganz ehrlich, bei mir ist das legitimately auch so. Einloggen, dann mache ich die Daily Stages, das Fleisch-Event und ich bin raus. Ich habe nicht mal Lust,
Link-Skills zu leveln. Also ich tue mich da sogar schwer, weil es nichts gibt, was ich... Dann, ich level meine Charaktere und dann, wow, so. Soll ich sie so im Bett da allein betrachten? Mal Legendary Goku-Event rein und mal testen. Apropos Legendary Goku-Event, Mann. Wieso gibt es kein Legendary Vegeta-Event, Freezer-Event, Kid Buu, Legendary Buu-Event? Wie geil das wäre, wenn das rausgehauen hätten. Jetzt zu Majin Buu Saga. Ich verstehe es nicht. Manche Sachen in Dokkan verstehe ich nicht, wieso es zum einen es diese noch nicht gibt, wie diese Legendary Events von anderen Charakteren, oder wieso man nicht in einem konstanten Fluss Sachen raushaut, wie zum Beispiel monatliche Legendary Goku Event Missionen oder monatliche Super Battle Stages und nicht immer auf so große Celebrations wartet, bis man sowas raushaut. Boah, aber hier sind wir da, große Celebration, nichts, kein Extreme Sieber, keine Super Battle Stages, gar nichts, trockene Hose. Es ist so langweilig und ich wurde noch nie so geschärft, okay, shit. Sie hat neue Missionen zu LG, ja, guck mal, ich sag schon im nächsten Satz. LG oder SBR haben neue Stages oder Extreme Super Battle of Global rausbringen sollen. Extreme Super Battle Road hätte so viel ausgemacht für Global in dieser Celebration. Da hätten wir bis heute noch definitiv was zu tun gehabt. Hab geile Units bekommen, aber der Content ist Müll. Nichts los in dem Game, schade, wirklich schade. Kefla Celebration war einfach mal 100-mal geiler. Oh mein Gott, sorry, dass ich frage, aber zu Partei gibt es noch keine Infos. Bis dato leider nicht. Ich hoffe, es geht die Tage los, bis dato nicht. Was sie halt so wissen, vermuten ist, dass wir einen neuen LR bekommen, so wie letztes Jahr. Aber so richtig, was genau abgeht, vor allem content-technisch, mich interessiert, aktuell interessiert mich mehr, was content-technisch abgeht, statt welcher Charakter kommt, bin ich ehrlich zu euch. Content richtig Müll, aber die Banner sind in Ordnung. Die Banner sind auf jeden Fall gut, aber ich bin da immer noch dabei und sage, sie müssen uns mehr entgegenkommen, als zu den vierten kostenlos machen und auf Global den ersten drei mutig zu vergünstigen. Nein, ich will Double Rates sehen, ich will Ticket Steps und so fort, Garantien und so fort, so wie es Legends macht. Ganz ehrlich, Legends Step-Up-Banner, die sind übertrieben gut. Da soll mir niemand was erzählen. Wie brutal die einem entgegenkommen, das ist heftig. Finde ich auch, da war ja die Down-Special von Gorn und Cell besser. Gorn und Cell's Down-Special war geil, auf jeden Fall. Also, letztes Jahr war es halt insane. Vierjähriges Jubiläum Global. Das, also, von all den Celebrations ist mir in den Kopf das vierjährige Jubiläum stecken geblieben. Was so, da ging einfach so gut wie jeden Tag was. Und auf Global kam kurz Zeit danach auch noch die Download-Celebration. Und das war die goldene Zeit von Dokkan, meiner Meinung nach. Wir haben nicht mal E-Sales bekommen, danke. Können wir bitte ein Rant-Video machen? Willkommen, mein Freund, willkommen. Ist halt leider wirklich so. Weiß man schon, wann ein paar Zeit los ist, also ein genaues Datum kann ich euch nicht nennen. Ich schätze Freitag, ich hoffe nicht Montag, wenn aber spätestens Montag. Hab beide neuen LR erste runter geputt und dennoch sage ich, die Celebration ist echt eine mega langweilige Sache. Ich auch, ja, same, ich hab Bohren gezogen, richtig geil. Ein paar Mal gespielt, was soll ich mit denen noch machen, so. Also ich übertreibe gerade, aber nee, for real, so. Würde es Extreme Super Battle Road geben, wie geil das wäre, dass du mit Buan da reingehst, weil der macht das Ganze tausendmal einfacher. Oder mit Strength Super Vegito oder so, mit den neuen Charakteren halt. Aber mit den neuen Charakteren hast du halt nichts für neue Contents. Letztes Jahr hat JP und Globe neue Super Battle Road Stages bekommen. Diesmal nur JP, weil die es mit Ultimate Gone Release haben. So ein Joke. Stimmt, Katrin Super Battle Road Stages. Ja, stimmt. Letztes Jahr bei Gorn und Cell gab es neue Stages für beide Versionen. Das hat so viel ausgemacht. Das fehlt. Das fehlt. Diese Down Celebration ist langweilig und was eigentlich aus unseren 70 Zones? Genau, wie gesagt, vorhin erwähnt und unser Boy A4 sagt das auch schon, das ist nur ein Update. Es gab Battlefield, Infinite Dragon History, Boss Rush, zwei neue Dokkan Events, ein Story Event, Täglich Summoner Event und Täglich Hercules Event. Tatsächlich nicht so viel, aber die dachten sich wahrscheinlich, jo, wir lassen die mal schon ihr Links jetzt leben. Tim, hast recht. Apropos Hercules Event, Freunde, wir sind in der Majin Buu Saga. Ich sehe links und rechts bei diesen Twitter Campaign Hercules hier, Hercules da. Wieso haben wir keinen Herkul-Login-Boni? Keinen Sinn wirklich. Ich habe aus Langeweile mehrere Durchlauf bei den Bannern gemacht, obwohl ich fast alle guten Chars gezogen habe. Ich finde, Dokkan sollte jetzt einen PvE-Modus einfallen lassen, wo man durchgehend Stones auch als Free-Play-Spieler farmen kann. Die Sache mit PvP, ich könnte mir PvP in Dokkan schon vorstellen, aber nach 5 Jahren denke ich, die haben einfach den Zug verpasst. Und die haben nicht nur den Zug verpasst, die haben auch den Zug mit Multiplayer verpasst. Die haben jeden Zug verpasst, den es gibt. Ich bin mal drauf gespannt, was sich einfallen lassen, aber ich denke nicht, dass sie PvP bekommen werden oder so. Spiel seit Jahren und das ist die erste Celebration, wo ich einfach null gehypt bin, um es einfach nicht zu tun gibt. Ja, genau das. Ich habe zwar alle Bootings, aber abgesehen davon ist eine absolute schwache Leistung. Die letztjährige Celebration mit der Cesar hatte alles und die Busage mit Content-Technik mit Füßen getreten. Richtig, Pernida. Part 2 muss richtig knallen, damit ich noch überzeugt werden kann. Geht mir genauso. Geht mir auf jeden Fall genauso. Definitiv. So unfassbar, dass man nichts machen kann, außer links leveln, was nichts mit der Celebration zu tun hat. Wie die jetzt denken, dass ich, das ist das Einzige, was man rausbringen muss, ist Feierabend. Hast recht. Wirklich, wo ist Global vs. JP? Ja! Oder ihr seht's, oder ESBR oder ein neues SBR. Nicht mal Final Trump LG auf Global ist draußen die Mission. Richtig. Langweilig als jeder 0815 Filler Celebration. Es gibt halt wirklich nichts zu machen. Ein halbherziges Story-Event und unfassbare gab auch schon mal mehr. 20 Songs pro Woche durch Treasure Hunt. Meine Erwartungen an Partzeit sind dadurch nicht wirklich hoch.
Verstehe ich, Niklas. Was ist das? Was ist das also? Tickets. Stones. Shaft. Was ist das? Alter. So geht's hier. So ist halt wirklich die Sache hier an der Stelle. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, ihr seht auch schon, das Internet memt das links und rechts, kein Content, kein gar nichts. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, was ihr davon haltet. Es ist halt absurd langweilig. Es ist absurd langweilig, was da abgeht. Wir hoffen alle auf Partei, wie wir es auch hier aus dem Video sehen. Und ich bin sehr traurig, was zu Partei geht. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.